Gesundheit. Hallo, meine Lieben. Da hat einer genießt. Ich weiß nicht. Schön, dass ihr da seid. Wir machen heute... Also erstmal zeige ich euch, was ich schon fertig gemacht habe hier. Ich habe den Berg jetzt mit den Weinreben offline schon fertig gemacht soweit. Sieht schon toll aus, finde ich. Und jetzt können wir dann das Haus dazu machen. Und das, da habe ich gedacht, dass wir das heute machen. Und dann halt unten drunter dann gucken, dass wir dann da den Weinkeller hinbauen. Ne? Ja, ja. Gut, dann fangen wir an. Wie du siehst, ich habe schon ein bisschen Weg und Zeug gezogen da unten. Hä, unten? Ja. Da, Weg gemacht. Ja, 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 klar, das habe ich ja schon gezeigt. Hier den Weg. Hier zum Mitteldorf. Da kommt dann der das habe ich ja schon gezeigt, dass da der. Ja. Das Biegen oder Leuchtfeuer. Ja, das Leuchtfeuer hinkommt. So, dann tun wir mal versuchen, Grundriss abzustecken, oder? Genau. Wir machen nur ein ganz einfaches Häuschen, also kein. Sehr hohes, also großes, weil wir ja die Räume mehr in den Keller runter machen. Ich habe hier schon mal so diese Kisten da aufgebaut. Da sind dann die Steine drin, die wir vielleicht benutzen werden. Mal gucken. Genau. Denk dann, dass die Türe hier hinten, ne, dass das hier miteinander verbunden werden muss, ne? Oder hast du das vergessen? Nein. Gut. Ich bin jetzt erstmal grob am Abstecken. Drei wäre hier. Ja, das reicht doch. Mach dann noch ein Stück Erde drunter. Ja, hast du doch. Gut, reicht doch. Und jetzt gehst du wieder hier rüber. Genau. Hier dann, ne? Mhm. So in etwa. Genau. Hast du große Fläche, vorne quasi Fläche Eingang oder je nachdem, wo der Eingang ist? Also den Eingang würde ich dann hierhin machen. Hierhin. Und dann hier gucken, dass wir hier irgendwie einen Weg hier so runter machen, dass wir dann auf die Hauptstraße kommen, praktisch. Ja, mal gucken, wie wir den Weg dann da hinzumachen. Mhm. Dann mache ich nämlich da den einen weg, dann haben wir dann da einen großen Durchgang machen können. Eingang quasi. Ja, so ein großes Tor würde ich da hin machen, oder? Ja, ja, das wäre anscheinend mittlere Weile weggemacht. Ja. Okay, wie hoch soll es werden? Ich würde sagen maximal 4. So, ha? Dann legen wir da eine Querbalge auf und drüber. So. Dann mal gucken. Ich habe eher gedacht, so. Die Höhe dann. Das sind aber dann 5. Ja, 5. Das sind dann 5 hoch. Querbalken, der kommt aber weg. Und der Querbalken drauf. Den, wo jetzt den gelegt hast. Hä? Das steht wie Smell. Was ist zum falschen Runner? So, jetzt lege ich den Querbalken aber drüber. Genau. Ara und Brauerei, das Innenraum war ja immer ein bisschen höher, oder? Täusche ich mich doch. Was war ein bisschen höher? So die Lagerhalle, die waren ja immer ein bisschen höher. Weiß ich nicht, also so genau kenne ich mich jetzt mit dem mittelalterlichen Bauweise jetzt auch nicht wirklich aus. Also...
wird schon wieder dunkel. Ups. 1, 2, 3. Hallo, mach doch mal so. Also ich weiß nicht, wie Leute im Kreativmodus so arbeiten können. Ich verstehe es nicht. Ach, das ist ja furchtbar. So. Reine Gewohnheitssache, denke ich mal. Reine Gewohnheitssache. Ja, das stimmt schon. Wenn du es immer so spielst, dann ist das halt so gewohnt. Ja. So. Mal alles hier. Größe sollte reichen. Ach, eine andere Holzbalke drin. Ja, ich würde sagen ja, oder? Kann man machen. Okay. Nicht so. Ja, ich hab's gemerkt. Ist falsch gesetzt. Oh. War was anderes als halt das feste Stein. Was wir auch machen könnten, wäre, dass wir hier nicht normale Steinsiegel oder Bruchstellen nehmen, sondern vielleicht das, wie heißt es, Andesit oder Dorit, das Elle. Ja, ich hab mal ein paar mehrere Steine mitgenommen. Da ist auch Marmor drin. So, genau. Zum Beispiel. Du hast zu mir doch gesagt, du kannst mit dem Schüssel und Bild, ne? Kannst du doch jetzt hier so dünne Querdinger reinmachen, hast du gesagt, ne? Ja. Ja, das hätte ich gerne, Heute bitte. So. Das mache ich dann vielleicht mal, um auszutesten, und dann muss ich gucken, wie das funktioniert. Och, Manu. Weil das ist zumindest eine später Vorlage, wenn ich damit schaffen kann, dann kann ich es einfach hinkopieren. Warte mal, wo ist denn mein... Das mit einer Vorlage, wo es du dabei gibt, sie hat das dann nicht so richtig. Das sieht lustig aus. Ja, das ist halt zu dick. Da. Wo bist du? Komm mal wieder. Oder mit Schiefer. Guck mal, Schiefer ist auch schön. Den kann man... Da war ein Enderman. Oder warst du das? Ich war das. Ah. Ein kleiner Radau. Wo ist mein Schüssel da? Hä, wieso kann ich den nicht schüsseln? Was denn?
Ach, das ist von Rustic, deswegen. Schade, den hätte ich gern geschüsselt. Ah, gut, funktioniert. Er ist so ein bisschen dreckig vom Stein her. Ach, das falsche Truhe. So, ich sehe alles. Hast du umgeschüsselt? Wieso macht er das denn nicht? Du musst die, wo in dem Schüssel drin sind, rausholen erst. Cleare. Da sind keine drin. Ah, doch. So, und du wärst dann raus. Vielleicht so von der Musterung. Guck mal. Jo, das ist aber Minecraft-Standardmuster. Kann man auch machen. Das geht eigentlich, ne? Gut, bist du Stellmuster drin? Ach ja, wenn man die Qual hat, dann... Oh. Ich habe keine Ahnung. Also willst du noch so andere Musterungen haben? Ja, ich weiß nicht, weil das ist eine stinknormale Brauerei. Das Ding ist eigentlich nicht schön. Also. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das ist eher dreckig und speckig. Ja, der Geschüsselte jetzt ist aber heller. Dann will ich lieber den netten Dorit nehmen, sondern das Granit. Das ist dunkler. Ich hätte ja gern das Schiefer genommen, aber. Alter. Andesit, ja. Das ist halt.
Ich mach mal zum Vergleich. Was hast du denn da an? Google. Brille. Spezialhelm. Ja. Hab ich mal gemacht. So, oder? Das ist so cracked. Ja. Oder? Kann man auch machen, ja. Hat zwar jetzt in dem Sinne keine Textur, aber egal. Ich finde, das passt jetzt aber besser zu einer Brauerei wie das ganz helle. Das ganz helle, finde ich, ist nicht passend. Das ist ja kein Edelhaus oder so, sondern eher ein Arbeiterhaus. Also. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich kann nicht mehr schüsseln. Ja. Ah, das konnte ich gerade auch nicht. Macht nichts. Die Dinger funktionieren nicht. Das kommt drauf an, welchen Schüssel du hast. Nein. Ja, den ganz normalen. Den ich immer hab. Da muss ich aber dann noch Antacid holen. Das Set habe ich keins mehr jetzt. Ich kann gerade aus dem System da rausholen. So, das war der Cracked, ne? Warte mal. Ich will noch verabschüssele. Mach mal raus. Das war der Cracked, ne? Mhm. Cracked Briggs war das, ne? Ja. Nichts mehr da. Doch, schon doch jede Menge. Hey, dann gib mir auch was. Hier. Fertig geschüsselt. Ach so, nee. Wir sind schon geschüsselt entsprechend. Also in der Schmiede da hinten sind wir auch noch nicht ganz fertig. Da muss ich noch ein paar Sachen reinmachen. Also muss man mal gucken, dass wir irgendwie noch ein paar Rüstungen kriegen oder finden. Oder im ME-System müssten eigentlich welche sein. Dass man die noch ein bisschen dekorieren da. Und dann sollte das eigentlich dann auch fertig sein. So, wie machen wir das Dach? Ja, und so Querbalken hätte ich jetzt auch gezogen.
Also einen Boden würde ich keinen reinmachen. Ich würde jetzt sagen, einfach hingehen und ein, sag schnell, ein Dach drüber machen. Und dann ungefähr vielleicht nur zur Hälfte Boden und dann mit Zaun. Wie so ein Dachboden halt, so ein Weindachboden. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Was machen wir für mich? Ich mach Kiesboden. Ja, was möchtest du denn? Holz. So. Kann man es dann aber rum auflösen. So. Ja, würde ich schon sagen. Dann nur das Dach drauf, nur noch ein Dach drauf oder wie? Genau. Dann will ich noch so diese Dachboden mäßig bauen. Naja, das sehen wir da. Mach erstmal das Dach. Mit was vom Holz? Ich würde sagen, um Kontrast reinzubringen mit einem anderen Holzfarbe. Ganz hell sieht nichts aus, als wenn der hell ist und schön da verspiert. Ich würde würd Eiche nehmen. Eiche. Haben wir ja so noch Eichenholz. Oh je, es ruckelt gerade bei mir ein bisschen. Mal kurz warten. Mal ganz kurz warten. Oh, ist Puni wieder geflogen? Nein. Ist rausgegangen? Ja, weil ich nämlich gar nichts mehr machen kann. Also nicht schüsseln, gar nichts. Dann komm mal her, dann zeige ich dir das. Ich weiß doch, wie das geht. Ich mach's doch die ganze Zeit auch. Ich habe mir die Sachen auch hergestellt die ganze Zeit. Was will jetzt auf Emil nennen? Mach mal dein Inventar komplett leer. Ich? Ja. Hab ich. Und jetzt nimmst du nur den Stein, den du haben willst. Ja. Probier jetzt mal, ob du den schisseln kannst. Und wenn du den, also einfach anklicken kannst du den auch nicht, wenn du den den Stein hingestellt hast. Nö,
Was cool ist, wenn ich Glas hinstelle, weil ich will eigentlich Glas bearbeiten, und dann mit dem Schüsselding da drauf gehe, das Glas geht nicht kaputt. Aber es ist, hat trotzdem abgebaut. Was hast du, was? Dann hat sie vielleicht Tinkerglas und das kann sie nicht schützen. Das stimmt, das kann sein. Es ist kein Tinker. Das ist doch nicht mein Problem. Mein Problem ist einfach, dass ich, wenn ich dieses Schüsselding in der Hand habe, ja, dass sich das nicht öffnet, damit ich überhaupt irgendwas schüsseln kann. Weil mein ganzes Haus besteht aus Schüsseln. Was, ich kann der nicht weiterbauen. Die ist doch hier irgendwo. Hä, hey, wo ist denn die jetzt? Hä, hey, dein Haus war doch hier irgendwo. Wo ist denn das? Ja, warte. Du drehst dich, warte, stopp. Stopp. Du gehst jetzt links. Links, drehst dich links. Ein bisschen links drehen. Dreh dich mal links. Ja, ich drehe mich schon einmal im Kreis. Achso, dann warst du das nicht, okay. So aus, als wärst du das. Fliegst du? Auf. Ja. Ja. Weil wenn du fliegst, kann ich dich nicht auf der Karte erkennen. Wieso nicht? Weiß nicht, war beim letzten Mal auch schon so. Im Ernst? Aber ich weiß doch, dass das hier ganz in der Nähe war, das Haus. Wo ist denn das? Ja. Du warst ganz nah an diesem ganz großen Dorf. Ich war ganz nah am Anfangshaus. Orientier dich mal da dran. Ja, ja, klar. Ja, ich weiß das doch. Ich war doch schon du. Da ist das Anfangshaus. Ja, und da ist unser Dorf, unser erstes Dorf. Nein, du gehst nicht übers erste Dorf. Da, ich hab's gesehen. Hinterm Berg versteckt. Gib mal dein Schüssel, zeig mal. Damit hast du im Lebtag nicht geschüsselt. Doch. Schon die ganze Zeit. Du brauchst die diese Schüssel. Das ist die Schüssel, die du brauchst. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit also bei dem ME-System die ganze Zeit Ed-Schüssel und immer das, was Papa mir gezeigt hat, habe ich die ganze Zeit rausgeholt. Die hat den Architekten-Schüssel. Papa hat mir das so gezeigt, damit habe ich es auch die ganze Zeit gemacht. Mit dem Architektenschüssel kann man nicht schüsseln. Also nicht so, wie wir das machen. Ja, steht ja auch Architekturcraft. Das ist mit Sicherheit dafür da, dass du die Sachen, die du mit der Architektur-Dings gemacht hast, kannst du jetzt damit schüsseln? Das sieht komisch aus. Ja, aber das sieht sau komisch aus. Ja, das ist ein bisschen gewohnheitsbedürftig, weil die ist ein bisschen anders wie die andere. Aber die ist besser. Die da, die du jetzt da hast. So. Okay. Oder? Da kannst du auch, wenn du die Blöcke hingesetzt hast, im 9x9-Feld direkt komplett zusammen wegschüsseln. Aha. Wenn du siehst, wenn du anklickst, da an der Seite zeigt er ja auch an, welche Formen du da machen kannst, was geschüsselt werden soll.
Ja. So. Kannst du stackweise im Inventar durchschießen? Das auch, ja. Da. Was für ein Glück, dass ich jetzt fliegen kann. So. Wo bist denn du? Da oben. Hier, guck mal. Ja, das ist die Architektur, kann sie wahrscheinlich die von Architekturkraft irgendwie bis hier ändern oder so, keine Ahnung. Das müsste man mal ausprobieren, ob das geht. Pack's nur bei mir in den Rucksack, nimm so. Nur ein Flachdach machen, ne? Also nicht sehr hoch bauen. Ja, das brauchst du nicht. Machst du nicht genau. Mit Stube, sondern mit Slabs, dann wird es nicht hoch, aber dass die Fläche ausgefüllt wird. Ja, genau. Genau. Gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee mit. Ja. Mit Stufen, Slab, da hast du quasi immer so Slab. Ja, genau.